So. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg gerade zum Chiropraktiker. Ich habe irgendwie so seit ein paar Tagen ein bisschen Rückenschmerzen. Ich fühle mich so richtig eingeschränkt. Deswegen habe ich mir jetzt einen guten Chiropraktiker rausgesucht. Übrigens hier in Dubai, ne, wenn ihr irgendwann mal hier sein solltet, das ist so extrem gefährlich hier auf der Straße. Ihr müsst jederzeit immer aufpassen und nicht das machen, was ich zum Beispiel jetzt mache mit dem Video aufnehmen. Weil die Leute kommen einfach plötzlich hier raus. Du fährst ganz normal hier und auf einmal kommt so ein riesen LKW, bumm, vor dich hin. Und ohne zu gucken, ohne Schulterblick, ohne gar nichts. Da, Parkplatz direkt auch gefunden. Hast du Geld mitgenommen? Sehr gut. So, dann gehen wir mal los. Hey, Jungs, ja, thank you very much. Ja, wir sind jetzt hier bei Dr. Christian und er wird mich heute einrichten. Checkt die Beinlänge ab, indem er auf einen Punkt drückt und danach ändert sich wirklich die Beinlänge. Und dann kann er genau sehen, okay, will der Wirbel jetzt dahin geschoben werden oder will er in die andere Richtung geschoben werden. Je nachdem, wenn die Beine dann gleich lang sind, weiß er dann ganz genau in dem Moment, er muss da reindrücken. Und deswegen hebt er dann die Bank hoch und dann boom. Ey Leute, ich sag's euch, ne, das ist so geil. Kann wieder richtig ordentlich gehen, beschwerdefrei jetzt. Mein Rücken fühlt sich wieder tausendmal besser an als vorher. Und jetzt, wo wollen wir jetzt eigentlich gehen? Hello. Is it allowed to go in there? No, it's private, only residence. Ah, really? Okay. So, no chance? Okay, thank you. Wir haben eben gerade gefragt, ob wir da noch mal ein bisschen näher rangehen können, aber können wir leider nicht. Ist nicht erlaubt, weil das privates Grundstück ist. Wem auch immer dieses Grundstück gehört, der ist Billionär. Hier wird auf jeden Fall der Kampf von Floyd Mayweather stattfinden. Ja, der Junge kann einfach nicht genug kriegen, ne? Obwohl er schon eigentlich längst zurückgetreten ist vom Boxsport. Aber egal, wir gucken mal, was wir jetzt machen können. Kann man jetzt hier einfach rauf? Ja, dann let's go. So, und da sehen wir gleich so ein paar Trainierende. Da ist so auf denen so Cross-Trainer und ein paar Klimmzüge und so. Gibt nichts Besseres in der Wärme, mal richtig schöne Honigmelone. Boah. So Leute, wir sind gerade auf dem Laufband gewesen. Wichtigste immer ist, auch zugleich meistens das Schwierigste ist, zuerst macht. Warum? Weil so Pratzen oder Kombinationen am Sandsack schlagen, das ist alles so Kindersache, das ist alles nur so Spielereien, weißt du? Worauf es immer ankommt, ist Kondition. Kondition ist mal A und O. Wenn du keine Kondition hast, kannst du noch so eine gute Technik haben, du wirst sie nicht abrufen, weil du einfach über einen längeren Zeitraum versagen wirst. Mein Tipp an euch, macht immer das Schwierigste zuerst und dann könnt ihr euch an die anderen Sachen machen. Dann wisst ihr immer im Hinterkopf auch, ihr habt das Schwierigste schon hinter euch gebracht und deswegen ist es auch gleichzeitig für euch eine Motivation, dass der Rest des Trainings eigentlich nur noch Pillepalle ist. Da könnt ihr richtig Gas geben und ihr wisst immer im Hinterkopf, ihr habt das Wichtigste schon hinter euch. Mein Training sieht so aus, Laufbahn komplett nass, wie ihr sehen könnt. Gebt Gas, Kondition A und O, der Rest kommt von alleine, wirklich. So, ihr habt gerade gesehen, ich habe mit dem Kettlebell gearbeitet. Gerade für uns als Kampfsportler richtig gutes Equipment. Also wer keins zu Hause hat, der sollte sich wirklich eins zulegen. Ich habe gesehen, auf den Burpee gemacht, in den Liegestütz und danach hochdrücken. Ne? Aus der Kniebeuge, ganz wichtig, damit ihr den Rücken auch gerade habt und schön gesaved ist und der Bauch auf Spannung, okay? Weil sonst tut ihr auch im Rücken euch weh und das soll natürlich nicht passieren. Und die zweite Übung habt ihr gesehen, Kettlebell Swing. Ist auch eine gute Übung, gerade für die Rückseite. Rücken, den ganzen Arsch, die Rückseite von deinem Oberschenkel auch mit dabei. Gerade auch für uns als Kampfsportler extrem wichtig für die Explosivität, um nach vorne zu gehen zum Beispiel. Trainiert diese Übungen, die haben es wirklich in sich, die werden euch weiterbringen.
So, jetzt mit Training fertig und ich habe jetzt einen übertriebenen Hunger. Ne? Ich brauche unbedingt Energie, ich habe das gespürt. Vor meinem Laufband, das war einfach zu crazy. Jetzt gibt es erstmal richtig was zum Mampfen und ihr seht hier, ne, das ist hier Tofu mit Nudeln, ganz viele verschiedene Bohnen und so weiter. Und das werde ich mir jetzt richtig gönnen. Vorhin war zu übertrieben, glaube ich, mit dem Strand. Ey, guckt euch das mal an hier. Guckt euch das mal an. Übelst den Sonnenbrand. Und da waren sogar noch vorhin Leute da, wo ich gedacht habe, so, ey, wie können die so übertreiben? Die waren schon so richtig so krebsrot. Ganz ehrlich, Karma ist so schlimm. Und jetzt habe ich den Scheiß selber abbekommen. Guckt euch das an. Und vor allem zieht euch das mal rein. Einfach nur weiß, Käse und hier rot, krebsrot und das ist normal. Also ich ärgere mich richtig, dass das so aussieht. Ich werde jetzt die nächsten Tage gut leiden. Ja Leute, das soll es auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, dieser kleine Vlog hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch dafür. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine weiteren Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.